Ich habe immer schon für mein Leben gerne gemalt und habe mich gerne ausgedrückt. True Wind ist ein Kunst- und Sportprojekt, das sich mit extremen Gegensätzen befasst. Bis jetzt war es physikalisch einfach nicht möglich, dass man einen Street-Style ins Windsurfen bringt. Also sowas, wie es beim Snowboarden oder beim Skateboarden gibt. Aber mit meiner Winch und mit dem Kicker kann ich jetzt all diese Facetten auch mit einbeziehen und einfach kreative Bilder schaffen, die es so noch nie vorher gegeben hat. Dass das erste True Wind Bild im Wien-Kanalspeicher entsteht, freut mich natürlich extrem, weil ich hier in Simmering einen Teil meiner Kindheit verbracht habe. Das Ziel dieser Installation ist es, dieses eine Bild, das ich in meinem Kopf habe, darzustellen, abzufotografieren und im nächsten Schritt auf Leinwand zu bringen, wo ich das dann auf abstrakte Art und Weise weiterverarbeite. Welches Bild das nächste sein wird, weiß ich noch nicht, aber es gibt auf jeden Fall unendlich viele Möglichkeiten.